Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem recht. Hier gibt es nur noch Böses. Und jetzt los. Rösten wir diese Mistviecher. Salim, Kokongewölbe, 4.57 Uhr, 3521 Fuß. Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Sogar unseren Colonel. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? So, Leute. Moin erstmal, ne? Ganz wichtig. Hi, Leute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Daniel Buddy mit einer neuen Folge der Dark Pictures Reihe House of Ashes, dem dritten Teil der Anthology. Und wir legen heute wieder los. Und vermutlich, letzte Folge, ihr wisst es schon, ihr seht es schon im Titel, ob der Finale steht oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Wir machen wieder um die 40 Minuten. Mal sehen, ob wir den Bums jetzt hier hochjagen und dann flüchten. Und wir spielen gerade Jason. Und schauen jetzt, dass wir unseren Kollegen Nick Unterstützung leisten können, indem wir ihn beobachten im Fernglas. Ne, wir wissen es aber nicht. Leute, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da. Haut auch was in die Comments, würde mich mega freuen. Und jetzt legen wir los. Nächste Runde rückwärts, ne? So, wir gehen wieder rum rechts in die Ecke. Und Vollgas. Ich bin bereit. Wir nähern uns dem Ende. Ich hab Bock. Los geht's. Oha, oha. Die Steuerung ist aber richtig. Was ist hier los? Was ist da? Warum gehst du da nicht hin?
Du hast da auf der rechten Seite was. Wo geht er hin? Wir wissen es nicht. Der ist da reingegangen. Da leuchtet irgendwas. Wo ist er? Geht er hier lang? Kommt er hier wieder raus? Ich weiß es nicht. Leute? Ach, wir waren Salim. Nick. Erste Ladung platziert. Over. Oh shit, jetzt geht's los, ey. Jetzt liegt alles an uns. Wir sind nämlich mitten im Gefecht. Von hier sieht alles frei aus. Wo lang? Links, rechts. Wir sehen keine Bewegung. Entscheid du. Ich weiß es nicht. Wir gehen nach links. Ich gehe nach links. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er wieder. Ich glaube, da sehen die mich nicht, wenn ich links gehe, ne? Das ist hier alles sehr bedeckt. Wir verhalten uns bedeckt. Jetzt geht's hier rund, ey. Scheiße. Puls. Ich bin nicht bereit für sowas. Ich bin nie bereit für diese Aktion. Scheiße, ey. Los geht's. Oh, das war knapp. Ich wollte gerade auf Y wechseln, Leute. Wie jetzt? Erste Ladung haben wir. Wir müssen auf jeden Fall zwei schaffen, glaube ich. Das geht bestimmt nochmal los. Es gibt immer zwei. Ach, scheiße, ey. Oh, das war richtig knapp. Ja. Das war richtig knapp, Leute. Ich hab's fast verkackt. Der Wechsel war krass. Oh, Alter, meine Pumpe geht tatsächlich auch ein bisschen. Erstmal ein bisschen gerade machen hier. Ach, diese Pulsdinger, du, das ist immer. Wenn das Spiel auch nur ganz kurz einen Lag hat, dann haben wir auch schon verkackt. Man of Medan ist ein gutes Vorzeigebeispiel. Scheiße, Alter. Na, auf jeden Fall müssen wir uns jetzt nicht nur mit dem Vieh anlegen. Ja, ja, klar. Jetzt kommt wieder so ein Kackding, ey. Wenigstens haben wir schon mal einen angebracht. Das ist schon mal gut. Sonst hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Ist das krass. Wird langsam brennt's nicht da unten, Bruder. Das sind schon echt viele. Sprengstoff legen und komm zurück. Seht ihr das an? Der Jackpot. Das ist zu weit. Wir müssen dahin, ne? Ich versuche es. Wir gehen rein, Leute. Wenn das gut geht, dann haben wir richtig gut. Dann haben wir es geschafft, glaube ich. Das ist viel zu einfach. Und wenn es in die Hose geht, haben wir verkackt. Boah, es sind zu viele, Alter. Es war keine gute Idee, glaube ich. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Töten ihn. Oh, Herr im Himmel. Halt. Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Hey, wie sieht's da oben aus? Ja, wir spielen Jason nicht. Er schafft es nicht. Lass ihn seine Arbeit tun. Das war von Salim die Entscheidung. Und die wurde uns ja auch abgenommen, weil wir ja nichts gerade spielen. Er wird das Ende nicht kommen sehen. Er warnt ihn nicht. Alles frei, Nick. Du kannst los. Scheiße. Du lügst schon wieder. Sie kriegen mich, oder? Ja. Wie schon gesagt, keiner hat ihn, um Klartext zu reden. Halt einfach den Zünder bereit. Ja.
Ja, okay, aber die hören ihn nicht. Die wuseln da rum, machen ihr eigenes Ding. Oh, scheiße. Ich hasse es. Er macht ganz entspannt. Ganz entspannt. Ich bin weniger entspannt als er. Und jetzt wird's gleich schlimm. Jetzt kommt die zweite Passage, Leute. Ihr kennt das. Und jetzt werde ich richtig hibbelig. Ja. Scheiße. Der Hintergrund ist mies. Okay. Das war fair. Boah, es sind so viele. Nein. Und ihr glaubt gar nicht, wie meine Pumpe geht, ne? Oh. Sprengstoff platziert. Leute! Bitte nicht nochmal, Alter. Ich halte das nicht aus. Dann kriege ich gleich ein Herz, Kasper. Oh, Kacke. Jetzt wird's unangenehm. Der geht ganz entspannt raus. Oh, Leute, ne? Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus im Gesicht. Er steht da ganz lässig, Alter. 80 Kreaturen um ihn rum. Mega Macker. Okay, den hat's gesprengt. Den hat's so gesprengt. Aber Leute, wir haben den kompletten Kokon weggeflackt. Nick, antworte verdammt! Der hat's nicht geschafft, niemals. Komm schon, Bruder, sag was. Der war doch da drin in den Flammen, oder? Tut mir leid. Das kann der nicht geschafft haben, niemals. Der Laden burnt. Nee. Oh shit. Wir leben. Holt uns nicht. Ich höre dich. Deine Position? Bin 200 Meter vorm Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Ja gut, aber der ganze Laden brennt, ne? Wir müssen... Oh, scheiße, Alter. Der wieder. Oh, nee. Der macht uns jetzt alle. Oh, das schaffen wir niemals. Ich muss was machen, glaube ich, oder? Halt euch, Sergeant. Willkommen. Wie soll das gehen? Der braucht nochmal Knickknack machen. Oh! Wir konnten uns noch ein bisschen wehren. Ich habe den Controller wieder auf den Tisch gelegt. Ihr kennt meine Technik. Oh, Alter, der blutet auch. Boah, das wird jetzt aber brenzlig hier, ey. Wir sind alle wieder reingerannt in den Wahnsinn. Hörst du mir zu? In der Zeit kann eine Menge passieren. Nick, ich brauch dich hier. Komm nochmal drücken. Ja. Ja, sehr gut. Es läuft doch. Ja, rein in die... Ja, gib's ihm. Drück, Junge, drück. Ja. Ja, eine Herzensangelegenheit, du. 15. Nick fehlt den alten Krieger. Ihr seht schon, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Der ist hinüber, nehme ich mal sagen. Ich habe sie auch erst einmal gezockt. Ne? Und da hat er mich wahrscheinlich geplättet. Oder er hat einfach überlebt. Man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass er jetzt nicht mehr unter uns weilt, ne? So, ich bin bereit. Wir spielen immer noch Nick, glaube ich. Und dafür, dass er krass verletzt ist, waren das nur 3 Leute? Wo ist denn Rachel hin? Ne, 4. Salim, unbekannte Struktur, 5:22. Mal sehen, ob er es schafft. Oh, nicht nochmal wieder Puls, Alter, dann dreh ich durch. Ich hab genug davon. Ich stecke in der Klemme. Vampire. So viele Vampire. Ja, das ist bitter, ne? Keine Chance. Es ist zwar überall laut, das lenkt ein bisschen ab. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Wer war das, Jace? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Sift. Oh, und wieder raus. Ja gut, was willst du machen, ne? Hast ja jetzt keine Wahl, groß. Ja, läuft. Jawohl. Hoppala! Oh nein, wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Ich war nicht bereit. Ja. Haben wir. Ich muss einfach auf alles gefasst sein. Auf alles. Der Daumen muss überall liegen. Jason, er hat eine Knarre. Dann muss man schon wieder zielen, denke ich. Dass er vor allen Dingen auch kommt. Das war knapp. Jason! Okay, Salim. Ja, jetzt läuft der Lachs hier rein da. Jetzt machen wir richtig Rambazamba. Noch ein weg. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Ja, er ist Meister des Flocks. Verschwinden wir. Ich könnte eine Ruhepause gebrauchen. Ich habe auch ein bisschen Durst jetzt gerade. Scheiße. Ich meine, ich weiß ja, worauf man sich hier einlässt, ne? Das sind so harte Passagen einfach. Und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, und deswegen bin ich so 100%ig auf Zack. Aber dafür läuft der Lachs ganz gut. So, hoch. Oh, alter Vater, ey. Die kommen mir bestimmt gleich angeflattert. Die paar Fledermäuse schaffen dich nicht. Wir sind noch zu viert, oder? Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Wo ist Rachel? Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber da, ihr, hinten. So wie ihr seid. Ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Ura? Ura! Ja, läuft, ne? Die Stimmung ist gut. Stimmung wäre schlecht, wenn wir wieder jemanden verloren hätten. Rachel, Höhlen. 5:49. 629 Fuß. Gucken, ob wir sie retten können. Ich gehe. Oh. Hier lang! Schnell! Ich gebe alles. Was? Worauf wartest du? Wo drückt der Schuh? Los, Lieutenant!
Was sieht er? Oh, Kacke. Ist das Clarice? Oh ja. Oh ja. Shit! Wir spielen ja Rachel. Und Jason. Er ist jetzt davon. Er ist jetzt. Ja, 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 ja. Weg mit ihr. Und wieder Rachel. Fliegender Wechsel, meine Damen und Herren. Jetzt geht's hier richtig hoch, ne? Uiuiuiui, ins Face, Alter. Und nochmal rein in die. Ins Fressbrett. Und nochmal. So, wer ist sie? Oh, Herr, die ist ins Wasser gefallen. Die muss erstmal wieder hoch. Das dauert eine Weile. Hoffe ich. Die Flügel hat sie ja nicht. Noch nicht. So. Verdammt. Verdammt, Clarice. Sie wollte wohl einfach nicht tot bleiben. So, jetzt aber raus hier aus dem Puff. Na, ist sie gleich wieder am Start? Bestimmt. Nee. Ich dachte schon, die klettert das Seil hinterher. Dann haben wir gleich richtig Kirmes. Der Tempel. Ja, gut, wir kommen der Sache näher. Wir sind, glaube ich, nur noch 100 Fuß unter der Erde, oder? Oder 200? So tief sind wir nicht mehr. Oh, scheiße, Alter. Endspurt, Leute. Die Statue. Mhm. Da ist ein Ausgang. Wir sind zu viert noch. Das ist so krass. Nur Eric hat es nicht geschafft bisher. Ich weiß noch nicht, wen wir gerade spielen, aber... Oh. Müssen wir nichts mehr machen? Ich weiß es nicht. Ich bin halb ready. Ich trinke einen Schluck. Rachel, Landezone. 5.52 Uhr. 0 Fuß, wir sind wieder oben. Und dreckig. Nummer 1. Nick, Nummer 2. Jason, Nummer 3, meine Damen und Herren. Und da kommt noch jemand raus aus dem Loch. Und da holen wir den, meine Damen und Herren. Wer ist denn da? Na, kommt da schon. Salim! Ja, läuft. 4 Leute gerettet. Eric haben wir leider nicht geschafft. Und die Sonne ist aufgegangen. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es kein Vieh hochgekommen. Noch bei mir, Kumpel? Hier sind 2 lebende Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Mailman 2-1 an Coyote 2. Empfangt ihr mich? Hier Rhino 1-5, bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben es echt geschafft. Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Das Rohr nimmt er mit. Das hängt er sich an die Wand, ey. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nicht nochmal. Das ist nicht cool, die Sonne ist weg. Rein da! Ja. Los jetzt! Rein! Super. Wenn wir hier bleiben... Scheiße, Alter. Das kann nicht wahr sein, ey. Abwehr vorbereiten. Sofort alles abriegeln. Das kann nicht wahr sein. Wen spielen wir, Rachel? Ich wollte mich gerade in Sicherheit wiegen. Jetzt geht die Kacke hier weiter, ey. Jetzt verrecken noch alle. Auf den letzten Meter, ey. Ja gut, aber wir sind 4 Leute.
Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Kontakt! Oh nee. Die dauert auf jeden Fall zu lange. Selbst 3 Minuten sind zu lang. Bis dahin haben die uns hier zerlegt. Komm, wir holen dich runter, Macker. Wir machen das schon. Letzten Meter machen wir das schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade gesteuert habe. Ist auch egal. Wir schicken sie zurück in die Hölle. Zurückdrängen. Jawohl. Salim macht das richtig gut. Moni, fast leer. Wir brauchen halt mehr Flöcke, ne? Gibt es nichts Besseres zu sagen? Da ist ein bisschen Sprengstoff. War da nicht Sprengstoff an der Wand? Nice. Feuerwerk? Sonst nichts? Keine Munition? Schuster, muss eben reichen. Oh, jetzt geht's richtig ab. Leute! Jetzt haben wir alle ein Messer in der Hand. Jetzt wird geschnetzelt. Warum nimmt er ein Messer? Was ist das? Da kommt eins. Rachel. Man sieht nichts. Das ist einfach zu hektisch. Ich weiß nicht was, wo, wie, wo. Oh ja, rein und drücken. Oh, das ist aber auch wirklich harte Haut hier. Oh shit. Ich war zu langsam. Oh, komm schon, Baby, komm schon. Ja, du hast es. Nochmal. Nick, Rachel hat's gemacht. Oh nein! Nein! Komm, Baby, wir schaffen's, das ist unseres! Ja, rein in den Kopf! Ins Gehör, das mag er doch nicht gerne. Der ist weg. Okay, haben wir auch geschafft. Salim. Ich krieg ihn auch gerettet. Oh, nee! Ja, das ist unsere Möglichkeit! Ich sehe nichts. Jason. Komm, du schaffst es auch. Wir kriegen das hin. Ins Auge. Auge hat er ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wo ist er? Ist er auf uns drauf? Jetzt? Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Alter, man sieht kaum was, ne? Hier ist so gerangelt, ey. Ja, Bulli. Und nochmal. Doppel hält besser. Hier ist richtig geschnetzelt. Oh, Rachel schon wieder. Leute, ich kann nicht mehr. Das war knapp. Scheiße, falsche Taste. Das schaffen wir. Das kann doch alles nicht wahr sein. Oh. Oh, bitte, war's das jetzt? So krasse Scheiße, Alter. Und die sind noch in dem Haus, ne? Dass die nicht getroffen werden. Die schießen einfach volle Leute durch. Ja. Licht. Er brennt.
Ja, ja, ja. Das sind doof gelaufen, Freunde. Die verziehen sich wieder in ihre Löcher. Oh, ey. War knappe Kiste, glaube ich. Siehst du die Verbündeten? Das war eine knappe Kiste, Leute. Da, die Sturmeinheit. Oh, ey. Hoppala. Entschuldigt bitte. So wunderschön. Das war der innerliche Druck. Jetzt aber, oder? Oh Gott. Ja, der gehört zu uns. Kriegsgefangener. Alter, wir müssen... Da musst du wieder rein, Alter. Du musst diesen ganzen Bums da fett in die Luft jagen. Oder komplett zubetonieren. Irgendwas muss da passieren. Weil heute Nacht ist wieder Kirmes. Ich muss vielleicht noch was drücken. Ich bin bereit. Ich kann mich hier noch nicht zurücklehnen. Immer noch alle vier. Der Curator. Jetzt lege ich den Controller weg. Eine Kerze brennt nicht mehr, das ist Eric. Die jetzt noch stehen, die standen frei und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Fast alle, Magge. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Mhm, die Viecher. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht. Ja. Wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass sie nachts noch schön durchschlafen können. Das wäre gut. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, Maja. Sie kennen den Ausgang. Mhm. Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Ist es da, wo du reingekommen bist, oder? Oh. Kleines Outro. Bist was? Spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Ich mach ihn mal weg, Leute. Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musst du es hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyse-Team? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Coldjack Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber SANCOM ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war fünf von ihrer Sorte wert. Semper Fee, scheiße nochmal! Und Colonel King? Fuck, was soll mit Colonel King sein? Wie ist er gestorben? Er hat uns in die Hölle geführt und ist verbrannt. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen.
Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf. So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreatur. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher Sie es hatten. Nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Sie waren verheiratet? Naja, nur noch auf dem Papier. Ist zu Tode gestürzt. Ja, das habe ich gelesen. Frag mich, ob da mehr dahinter steckt. Die Antwort ist mit ihm gestorben. Schuld daran ist Kalos. Er hielt den Tempel für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund. Glückstreffer. Ist das dein Verständnis von Glück? Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Er wird Sie weiter befragen. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist das reinste Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ha! Wir machen mal weiter hier mit Überspringen. Sonst kann ich keine Shorts erstellen. Und ziehen uns mal eine Vorschau rein zu den nächsten Titeln. Was es bedeutet, ein Killer zu sein. Denk an das Ding, das du je getan hast. Das Ding, das du je kreiert hast. Und ich promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Das Finale naht. The Devil in Me. Who's the Devil in here? There's a Devil in... Irgendjemand wird ja Devil schon drin sein, ne? So, Leute. Ich glaube, wir haben's. Ich werde mich hier gleich mal wieder präsentieren. Oh Gott, da schüttelt's mich richtig. Gucken, was wir noch haben hier. Nichts mehr. Leute,
Ich danke euch vielmals fürs Reinschauen, fürs komplette vielleicht Anschauen zu House of Ashes, meinem dritten Projekt zu Dark Pictures hier auf YouTube und Twitch live aktuell. Und wir haben ganz gutes Timing gehabt, wieder 40 Minuten für die letzte Folge. Leute, ich danke euch vielmals fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da. Und 4 Leute gerettet. Ich glaube, das erste Mal, wo ich es gezockt habe, habe ich vielleicht 2 gerettet. Ich glaube, selbst im letzten Kampf im Haus ist mir noch jemand verreckt. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich dachte, die Viecher, die kommen sowieso im Dunkeln hoch, wenn es noch Nacht ist oder so. Diese Finsternis, diese Sonnenfinsternis, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber geil. House of Ashes, geiles Spiel. Und Science Fiction ist mal wieder komplett abgedreht und hat nichts mit der Realität zu tun, beziehungsweise, wir wissen es nicht, Außerirdische irgendwo tief in einer Wüste vergraben? Keine Ahnung. Also, öffentlich ist nichts, ne? Aber, hat Spaß gemacht. War cool. Wir haben auch hier wieder im Modus tödlich gespielt und das war auch der Curator's Cut. In der nächsten Episode, beziehungsweise im nächsten Format, geht es dann um das Finale, das heißt Dark Picture, The Devil and Me. Ihr habt es gerade gesehen, das zocken wir ja auch noch. Das wird dann auch über Halloween und über den Monat Oktober hinausgehen, weil ich es ja jetzt erst starte. Und wenn ihr Bock habt, schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Das Spiel habe ich vielleicht 2 Stunden insgesamt gezockt. Das heißt, eigentlich, wenn es dann erst richtig losgeht, war ich raus. Na, da waren andere Spiele dazwischen. Und deswegen fange ich natürlich komplett von vorne an. Wir spielen die Kinoversion. So, nun Leute, ich danke euch wirklich. Bitte bleibt gesund. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Zieht euch ein bisschen meine Playlists rein. Habt ein bisschen Spaß hier auf meinem Kanal. Danke euch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Daddle Buddy, Leute. Haut rein.